So, moin Leute, da sind wir wieder. Wir haben eine. Boateng fällt für 4 Wochen aus. Die Frage ist jetzt. Ich würde eigentlich. Ja, ne, ich tue, glaube ich, einen Kram mal dafür rein. Nebenbei mache ich jetzt auch mal wieder so, dass ich einen Aogo spielen lasse. Ich weiß gar nicht, warum ich den jetzt auf die Bank gesetzt habe. Kram mal rein. Und Neustadt damit ins Team berufen. Dann dürfte das passen. Speichern. So, ich weiß nicht, gegen wen es heute geht. Ja, gegen die Fohlen. Spieler ist auskuriert. Chino Basic wieder da, okay. Tschechien. Sie könnten 5 Spieler verlieren. Aogo, Balotelli, Obasi. Läuft einfach. Monate oder kürzer steht es allen Spielern, die sind frei, ihre Verhandlungen mit anderen Clubs einzutreten. Ja gut, dann was war das jetzt? Aogo wäre schon wichtig, Balotelli wäre auf jeden Fall wichtig. Neustädter eigentlich auch wohl. Aber ich meine, das steht hier auch eigentlich drin, ne? Balotelli. 2 Jahre. 120. Essentieller Stammspieler. Sollte machbar sein. Aogo. Will ein Jahr. Auch mal so. Ja, dann noch. Neustädter. Das wird schwer, glaube ich. Das wird extrem schwer. Ja, wollen wir mal gucken. Also ich glaube, da kommen noch einige, da werden noch einige Rückmeldungen kommen. Jetzt erstmal zur Tabelle. Also wir stehen immer noch Erster, obwohl Dortmund schon ein Spiel gemacht hat. Die haben anscheinend gewonnen. Wir können jetzt nachlegen. Es geht nachlegen. Es geht gegen Gladbach. Die haben 22 Punkte, wir haben 38. Wollen wir doch mal versuchen, dass wir das irgendwie wuppen. Balotelli. Und jawohl. Nein. So. Ab geht's. Wir sind zu Gast in Gladbach. Im. Boah, wie heißt eigentlich das Stadion von Gladbach? Keine Ahnung, interessiert mich auch nicht. Ja, wir haben einen Auftrag. Dieser Auftrag nennt sich Abstand halten zum Zweitplatzierten. Der da heißt Dortmund. Und das machen wir so, indem wir einfach gewinnen. Gegen Dortmund. Die meisten Chancen gegen Dortmund hatten wir allerdings nicht. Weiß auch nicht, woran es lag. Also eine Chance hatten wir, die war rausgespielt. Balotelli hat es reingemacht. Und dann reicht das ja eigentlich auch. Hauptsache 3 Punkte. Und dann wollen wir doch mal gucken. Boah. Was so machbar ist. Ja, Boateng verletzt. 4 Wochen. Das war die Prognose. Erste Möglichkeit, Gladbach. Vom Lapper. Und Gladbach startet sehr offensiv und ich glaube, das habe ich schon mal gesagt, wenn wir gegen Mannschaften spielen, die sehr offensiv spielen, dann habe ich irgendwie mit dieser Aufstellung ein Problem, weil das nicht so einfach ist. Und Schürrle versucht es einfach auch mal selbst. Aber eigentlich doch noch deutlich dran vorbei.
Und Hazard. Jetzt sind wir da. Aufgepasst. Nastasic. Ach, schade, wollte ich es mal schnell machen. Aber gut aufgepasst. Und wieder Gladbach im Angriff. Ah, wieder ist Nastasic da, stark. Schürrle. Balotelli. Dann Kramer. Und der Ball ist nicht drin. Großes Hin und Her da. Aber dafür war der Ball einfach zu viel am Springen. Oh, und das nächste Spiel ist auch direkt noch gegen Gladbach. Also die beiden werden sich zweimal in kürzester Zeit treffen. Haben wir jetzt hier für das Duell um 3 Punkte. Und dann auf Schalke. Da geht es um Pokal. Und Hazard. Versucht da den Ball für Balotelli zu spielen, aber gut aufgepasst. Und wieder Schürrle. Ja, da ist ein klares Foul. Wäre noch vorbei gewesen. Knie ist ausgefahren. Schürrle fällt und dann ist das ein Foul. Von Korb. So, Kramer, eigentlich habe ich da ja andere stehen, aber in diesem Fall werde ich nicht Kramer schießen lassen, denn das ist, er ist eigentlich so am unbegabtesten. Ich glaube, ich nehme einfach mal dann Balotelli. Aber deutlich dran vorbei. Keine Gefahr. Tor. Hier nochmal das Foul. Und die nächste Möglichkeit, Nastasic ist da und es gibt Elfmeter. Deswegen Gretschi eigentlich sehr ungern. Aber in diesem Fall klar, man berührt den Ball, er berührt aber als erstes erstmal den Gegenspieler. Und dann ist es korrekt. Und Raphael. Und Chesney. Hält das Ding. Ist in der richtigen Ecke und irgendwie kann er den Ball am Tor vorbeilenken. Den Korb, Chesney ist draußen. Schnell gespielt, Balotelli. Sie stoppen, Thiago, Kramer. Haben versucht auf Schürrle, kann sich aber nicht durchsetzen beim Sprintduell. Und Xhaka.
Nochmal Glück gehabt und jetzt kommt wieder Hazard. Und dann will er den Ball erstmal für Balotelli bringen. Aber der kriegt hier nicht mehr. Abstoß. Und hier nochmal Chesney. Springt in die richtige Ecke. Hazard. Balotelli, Thiago. Draxler. Alles ein bisschen eng da. Und Gladbach. Und auf außen ist keiner. Araújo stellt sich rein, gibt einen Wurf. Oh, und legt er fast den Gladbach in dem Ding selbst vor. Da erstmal auf Außen, hätte man schneller spielen können. Aber jetzt wird es Eden Hazard hier leicht gemacht. Ball in den Rückraum. Pfosten. Und wieder hat Gladbach hier schon. Zum zweiten Mal jetzt. Kleines bisschen Glück. Beim ersten Mal das Rumgehopse mit dem Ball. Im 16-Meter-Raum und jetzt steht der Kopfball. Und Gladbach kommt. Aber schlechte Flanke. Araújo, Schürrle. Schickt Araújo, da ist keiner. Balotelli zeigt sich. Thiago. Aber auch der Ball wird abgeblockt. Langer Ball. Ungefährlich. Und das war's dann für die erste Hälfte. Chancen waren auf jeden Fall da. Mal gucken, ob man auch was Zählbares daraus machen kann. Wäre nämlich gut. Ah. Gerade angepfiffen, direkt Foul. Von Gladbach. Hier nochmal die größte Möglichkeit. Balotelli. Innenpfosten. Tippt dann auf der Linie auf. Und dann geht er wieder raus. Ah. Nastasic, Schürrle. Kramer, Draxler, Thiago. Oh. Komisch den Ball irgendwie mit. Achtung! Mlapa. Oh, und Uschida, Riesenfehler! Pfosten! Und vorbei! Das darf Uschida nicht passieren da! Der Pass muss schon sitzen. Und dann auch Glück für Schalke. Also es gleicht sich hier jetzt aus. Nur wieder schnell gespielt. Aber Sommer ist draußen. Oh shit. Wollte ich gar nicht.
Und Achtung, es geht wieder in Richtung Schalke-Tor. Nächster Abschluss, Chesney ist da. Und dieser Pass, der muss da sitzen. Und für Hazard, leer, sehr leicht gemacht. Und dann so ein Abschluss. So, Wechsel bei Gladbach war. Da raus, Hazard. Nimmt den Ball mit. Und die gleiche Situation wie gegen Dortmund, nur Balotelli macht nicht rein. Oh, so ein Wechsel kann auch mal gefährlich werden. Und Achtung! Nächste Möglichkeit, Gladbach! Und da wird die Schalke-Abwehr plötzlich ziemlich löchrig. Aber auch Mlappa macht Traoré. Diesmal Mlappa. Spielt er überhaupt noch oder ist er gerade. Wurde er rausgenommen? Kann auch sein. Habe ich nicht drauf geachtet. So, Hahn geht, Hermann kommt. Gladbach macht es Schalke schwer, hier Geschwindigkeit ins Spiel zu bekommen. Gut gemacht von Draxler, Arogo außen frei. Nächste Flanke kommt, Sommers draußen. Thiago. Balotelli. Dann Kramer. 'Untersaar noch mal über rechts. Die Flanke sitzt. Und da pfeift der Schiri jetzt kein Foul. Aber ich finde, hätte man schon mal drüber diskutieren können. So, Balotelli, Kramer, Schüle raus, Matip, Alcacer und Nani rein. Nächster Wechsel bei Gladbach, aber es gibt auch Eckball, so wie es mir scheint. Nochmal Glück gehabt. Dann versuchen sie es mal so, aber auch. Da kommt Draxler nicht zum Kopfball.
Gut gespielt, Nani. Feuer, Draxler. Und wieder ist das Ding nicht drin. Na, Martip, da Probleme, Ball anzunehmen. Onani, vorbei. An 1, vorbei an 2. Und dann ist das Ding drin. Und bitteschön. Und dann kann es doch so einfach gehen. Zusammengezackt, so vorbei. Und dann der Einzige, der da hätte noch was an dem Tor verlieren können, wäre Paco gewesen. Und in manchen Fällen kann man sogar noch auf Abseits entscheiden, was Paco da macht, denn so wirklich weit entfernt vom Ball war er nicht, aber Schiri belässt es hier, das Tor zählt. Und somit kann man von einem Joker-Tor sprechen. Und nach den Chancen, die Schalke sich noch erarbeitet hat, geht das auch wohl in Ordnung. Und da wollen sie noch jetzt mal einen hohen Ball bringen. Schalke macht es aber ruhig. Mit Uchida, der hat Zeit. Wird nicht angegriffen. Hazard, und der macht schnell für Draxler. Haben noch den Ball verloren. Schiedsrichter pfeift noch nicht ab. Und vielleicht jetzt nochmal. Boah, sie kommen nochmal rein. Nastasic klärt und dann ist der Schlusspfiff da und das ist der nächste Dreier. Wieder wohl nur ein 1-0. Aber, wie ich auch schon gegen Dortmund gesagt habe, wie man gewinnt, ist meistens egal. Hauptsache, man kriegt 3 Punkte mit. Und auch in diesem Fall haben wir 3 Punkte mitbekommen. Sollen wir nochmal eben kurz gucken. Heute mal dann eine etwas längere Folge, so jetzt nach diesem Spiel. Zu Ihrer Leistung im Namen des gesamten Vorstands möchte ich Ihnen unsere Wertschätzung für Ihre hingebungsvolle Arbeit für unseren Verein aussprechen. Wir wissen, dass Sie im Moment unter großem Druck stehen und die Presse sich auf Sie eingeschossen hat, aber seien Sie sich unserer Loyalität sicher. Loyalität, habe ich schon richtig gesagt. Sie sind nach wie vor die beste Wahl, um die erfolgreiche FC Schalke 04 Tradition fortzuführen. Alles klar, haben wir schon öfters mal bekommen. Das passt. Dann sehen wir dich nochmal vor. Nächstes Spiel, wie gesagt, Gladbach. Das gibt es dann übermorgen. Vertragsverlängerung. Und Obasi. Also, Aogo, Balotelli, Obasi schon zugesagt. Ja, Neustädter. Ist noch so ein Ding. Dritte Runde im Pokal. Können wir mal drauf gucken, wie das aussieht. Ach ja. So, Paarungen. Braunschweig ist gegen Aalen weiter, Wolfsburg ist gegen Stuttgart weitergekommen. So, dann kommen jetzt noch die Partien Frankfurt gegen 96, Dortmund gegen Freiburg, Mainz gegen Leverkusen, Bochum gegen Berlin, Schalke gegen Gladbach und FSV Frankfurt gegen Bayern München. Alles klar. Wir treffen also auf Gladbach. Ich glaube, wir sind in diesem ganzen Let's Play, glaube ich, noch nicht in der dritten Runde bisher gewesen im DFB-Pokal. Dafür jetzt gegen Gladbach. Ja, gewonnen. Was, wie wir dann jetzt in diesem Pokalspiel dann gegen Gladbach spielen, das seht ihr dann übermorgen. Haut rein, ciao.